Halbling sucht den Herrn. Es war einmal ein Mensch, Vergebung, ein halbes menschliches Wesen. Es hieß Halbling, weil er nur einen halben Körper besaß. Er hatte eine Hand, einen Fuß, ein Auge. Sein Gesicht bestand nur aus einer Hälfte, ja sogar sein Herz war nicht vollständig. Wegen dieses Zustandes war Halbling sehr traurig. Er fühlte, dass er sich von anderen Menschen unterschied. Lange dachte er nach, wem er eigentlich sein unglückliches Schicksal vortragen und wen er um Gerechtigkeit bitten könnte. Schließlich fasste er den Entschluss, in Richtung Osten zu gehen, in die Richtung, in die der Sonne aufgeht. Nach seiner Überzeugung war die Sonne die stärkste Macht in dieser Welt. War es nicht die Sonne, die die ganze Erde beschien? Wenn die Sonne nicht wäre, würde dann nicht die ganze Welt dunkel sein und müssten ihre Geschöpfe nicht in ständiger Finsternis leben? So ging er, ohne einmal anzuhalten, in Richtung Osten zur Sonne hin. Als er dann vor der Sonne stand, sprach sie sogleich zu ihm: »Was willst du, Halbling, dass du vor mir erscheinst?« Mit Hilfe seiner einzigen Hand warf sich Halbling vor ihr nieder und antwortete: »Ehrwürdige, der Grund, warum ich vor Euer Majestät erscheine, ist der, dass ich nach der Meinung eures Dieners das mächtigste Wesen auf der ganzen Welt seid. Ihr geht das Licht, so dass alle Geschöpfe leben können. Ihr lasst die Welt das Licht erkennen und nicht in Finsternis leben. Daher möchte ich euch, Hoheit, mein Los vortragen. Euch bitte ich um Gerechtigkeit, denn alle anderen Menschen haben einen vollständigen Körper, nur ich nicht. Und ich schäme mich, mit meinen Mitmenschen zusammenzutreffen. Ich bitte euch um nichts anderes als um eure Bereitwilligkeit, meinen Körper zu vervollständigen, damit ich den anderen Menschen gleiche.« Die Sonne antwortete: »Nun, du wendest dich an die falsche, Halbling. Ich bin nicht die mächtigste auf dieser Welt. Wenn ich die Erde mit einem strahlenden Licht bescheine, kommt gelegentlich die Wolke und bedeckt mein Gesicht, so dass die Erde in Finsternis liegt. Daher ist es besser, du gehst zur Wolke. Sie ist es, die stärker ist als ich.« Nachdem er sich verabschiedet hatte, begab sich Halbling auf die Suche nach der Wolke. Als er sie traf, fragte ihn die Wolke sogleich aus und sprach: »Warum, Halbling, bist du gekommen und hast nach mir gesucht?« Halbling entbot ihr seinen untertänigsten Gruß und erwiderte: »Ich habe die Sonne aufgesucht, sie um Gerechtigkeit zu bitten, dass mein Körper so vollständig werde wie der der anderen Menschen. Aber die Sonne hieß mich, euch, ehrwürdige Wolke, aufzusuchen, denn nach ihrer Meinung seid ihr mächtiger als sie. So erscheine ich vor euch, in der Hoffnung, ihr, Ehrwürdige, möget geruhen, meinen Körper, der sich von dem der anderen unterscheidet, zu vervollständigen.« »Du kamst unrecht, Halbling, denn es gibt jemanden, der ist mächtiger als ich.« »Wer ist derjenige, Erhabene?« »Es ist der Wind. Zwar kann ich die Strahlen der Sonne behindern, aber wenn der Wind weht, verstreut er die Wolken. Geh und suche den Wind. Bitte ihn um Gerechtigkeit.« Schnell verabschiedete sich Halbling, um den Wind aufzusuchen. Doch auch vom Wind wurde er abgewiesen, weil nach dessen Meinung der Berg stärker sei. Wenn auch der Wind die Wolken vertreibe, könne er nichts weiter tun, sobald
er gegen den Berg stoße. So machte sich Halbling auf Anraten des Windes jetzt zum Berg auf, um ihn um Gerechtigkeit zu bitten. Aber auch der Berg wollte Halbling nicht helfen, weil er ebenfalls der Auffassung war, dass es jemanden gebe, der stärker sei als er selbst. »Wer ist das, Erhabener?« fragte Halbling. »Es ist das Stachelschwein«, antwortete der Berg. »Das Stachelschwein macht Löcher in meinen Rücken, und ich kann nichts dagegen tun. Deshalb geh zu ihm und bitte das Stachelschwein um Gerechtigkeit. Es ist stärker als ich.« Aber auch das Stachelschwein lehnte es ab, Halbling Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, denn auch es war der Ansicht, dass es nicht das stärkste Wesen auf der Welt sei. Das mächtigste Wesen kenne bestimmt keine Angst, während es selbst, das Stachelschwein, immer in Angst vor dem Hund lebe. Im Kampf sei es ihm nicht überlegen. Daher schlage das Stachelschwein Halbling vor, den Hund zu suchen. Halbling ging weiter auf der Suche nach dem Hund. Aber der Hund antwortete, »In der Tat hat das Stachelschwein Angst vor mir, aber es gibt jemanden, der stärker ist als ich. Wie könnte es daher wagen, die Gerechtigkeit widerfahren zu lassen?« »Wer ist denn nun der, der stärker ist als Ihr Hund?« »Mein Herr ist stärker als ich.« »Wer ist denn dein Herr?« Der Hund antwortete, »Der Mensch.« Da sagte Halbling zu sich, »Ach, es scheint niemanden zu geben, der stärker ist als der Mensch.« Und obwohl er sich schämte, war er gezwungen, einen Menschen aufzusuchen und ihm von seiner Not zu berichten. Der Mensch antwortete, »Wenn du dir sehnsüchtig wünschst, dass dein Körper wie der der anderen Menschen wird, dann musst du deinen Fall dem Herrn vortragen. Ihn musst du um Gerechtigkeit bitten, denn es gibt niemanden, der mächtiger ist als er. Er ist es, der allmächtig und völlig gerecht ist. Er ist es, der uns, die Tiere, die Berge und die gesamte Natur geschaffen hat. So muss ich also den Herrn aussuchen? Ja, den Herrn musst du um Gerechtigkeit bitten.« Halbling machte sich auf den Weg und ging Tag und Nacht, ohne auch nur einmal Halt zu machen. Er durchquerte mächtige Dschungel, er kletterte hohe Berge und stieg in tiefe Täler. Sein Ziel war es, den Herrn zu finden, damit sein Körper vollständig würde wie der der anderen Menschen. Auf seiner Reise begegnete er einem Hadji, der gerade auf einem flachen Stein sein Gebet verrichtete. Halbling beobachtete ihn, bis er sein Gebet beendet hatte. Als der Hadji bemerkte, dass ihn jemand beobachtete, sprach er ihn sogleich an. »Wohin willst du gehen, Halbling?« Halbling antwortete, »Ich will den Herrn finden und ihn um Gerechtigkeit bitten, damit ich einen Körper bekomme, der so vollständig ist wie der der anderen Leute. Ich bin schon weit gereist, habe ihn aber noch nicht getroffen. Wisst ihr, Hadji, wo ich hingehen muss?« »Dem Herrn sei Dank, wenn du ihn suchen willst. Was aber den Weg angeht, den du einschlagen musst, so weiß ich nichts darüber«, sagt der Hadji weiter. »Ich selbst habe während meines ganzen Lebens nichts anderes getan, als gebetet, seine Größe gepriesen und mich vor seiner Erhabenheit verneigt. Sieh nur, dieser Stein, auf dem ich meine Gebete verrichte, ist schon glatt und blank. Deshalb bitte ich dich, wenn du Erfolg hast und den Herrn begegnest, frage ihn, wie groß das Himmelsstück ist, das er für mich, seinen ergebenen Diener, vorbereitet hat. Frage ihn auch, wie viele anmutige Himmelsjungfrauen er mir als Belohnung gewähren wird.« »Gut, Herr Hadji«, erwiderte Halbling.
Nachdem er wieder eine Weile gegangen war, traf er einen Mann von kräftigem Wuchs, der jammerte und weinte, als sei er krank. Halbling war sehr verwundert, als er das Verhalten dieses Mannes beobachtete. »Warum weint ihr, Herr?« fragte er. Der Mann blickte ihn an. Er hörte auf zu weinen und fragte zurück. »Wer seid ihr, Herr? Wohin wollt ihr gehen, dass ihr an diesen Ort kommt?« »Ich bin Halbling, unterwegs auf der Suche nach dem Herrn. Ich will ihn um Gerechtigkeit bitten, weil mein Körper nicht vollständig ist. Ich möchte ihn bitten, dass er meinen Körper dem der anderen gleich macht.« Als der Mann diese Antwort von Halbling hörte, strahlten seine von Tränen geschwollenen Augen. Wie ein Verzweifelter, der einen Hoffnungsstrahl sieht, hielt er Halblings einzige Hand fest. Dabei redete sein Mund drauf los. »Hört, Herr Halbling, ich bin ein Räuber, der von den Leuten, ich weiß nicht wie, genannt wird. Mein ganzes Leben lang habe ich nur Schlechtes getan. Ich habe gestohlen, ich habe betrogen, ja, ich habe sogar getötet. Jetzt verspüre ich Reue und ich habe das Gefühl, mich bis zur Fußsohle mit Schuld befleckt zu haben. Dank sei dem Herrn, dass ihr ihn suchen gehen wollt. Wenn ihr mit ihm zusammentrefft, teilt ihm meine Reue mit. Mir ist bereits bestimmt, in welcher Hölle ich zu leben haben werde, denn ich bin wirklich ein Verfluchter.« Halbling versprach, den Auftrag des Räubers zu übermitteln und setzte seine Reise fort. In einem Wald sah er dann einen Mann, der dabei war, ohne Unterlass Bambus zu fällen und klein zu hacken. Er hielt kein einziges Mal dabei inne. Offensichtlich machte er dies schon seit Jahren. Der abgeschlagene Bambus war zum Teil bereits trocken, ja, ein Teil davon war so verrottet, dass er wieder zur Erde geworden war. Bei einem anderen Teil waren gerade erst die Blätter verwelkt, wieder ein anderer Teil war noch grün. Wenn er den Bambus auf den Boden hatte fallen lassen, kümmerte sich der Holzfäller nicht mehr weiter darum. Halbling war sehr erstaunt. Für eine Weile war er von dem Gebaren des Mannes, der sich wie ein Verrückter benahm, wie betäubt. Als der Mann sich beobachtet sah, wurde er zornig. Er richtete sein Hausmesser auf Halbling und drohte ihm. »Was macht ihr hier? Siehst du nicht, wie hart ich arbeite? Auf, geh! Wenn du nicht gehst, werde ich dir deinen halben Kopf abschlagen.« Bei dieser Drohung eilte Halbling schnell davon. Er hatte ja doch keinen Zweck, mit einem Verrückten zu reden. Auf keinen Fall sollte es dazu kommen, dass sein halber Körper noch unvollständiger würde. Als es Mittag geworden war, die Sonne stechend strahlte und die Luft glühte, sah Halbling einen Granatapfelbaum, dessen weit verzweigte Äste voller reifer, roter Früchte hingen. Wegen seines Durstes und der Hitze näherte sich Halbling dem Baum und wollte eine der Früchte pflücken. Bevor er aber seine Hand ausstrecken konnte, hörte er einen der Granatapfel sprechen. »Wenn dich dürstet, iss mich!« Für einen Moment war Halbling erstaunt, dass der Granatapfel reden konnte. Er hatte aber die Frucht, die er essen wollte, noch nicht abgepflückt, als ein anderer Apfel zu ihm sprach. »Ich bin besser! Ich bin süßer!« Jetzt waren auch die anderen Äpfel zu hören, und jeder einzelne pries sich und bat, gegessen zu werden. In seiner Ratlosigkeit gelang es Halbling nicht, einen Apfel abzupflücken, und er setzte sogleich seinen Weg fort. Nachdem er wieder einige Zeit unterwegs gewesen war, kam er an einen Ort, an dem er drei Tümpel in einer Reihe sah. Die beiden äußeren Tümpel waren mit Wasser gefüllt und viele Fische lebten in ihm. Der Tümpel war in der Mitte, war trocken und besaß nicht einen Tropfen Wasser, geschweige denn Fische. Was Halbling anhalten und staunen ließ, war die Tatsache, dass die Fische und das Wasser
aus dem linken Tümpel in den rechten hinüberwechselten und umgekehrt, während der Tümpel in der Mitte vollkommen trocken blieb. Nachdem er einige Zeit dieses verwunderliche Schauspiel beobachtet hatte, ging Halbling weiter, weil er sein Ziel noch nicht erreicht hatte. Schließlich begegnete er wegen seiner Gottesfurcht und seines festen Wunsches dem Herrn. Als der Herr Halbling kommen sah, fragte er ihn: »Was ist dein Wunsch, dass du zu mir kommst, Halbling?« »Darüber wisst ihr, Erhabener, bestimmt mehr«, entgegnete Halbling. »Aber erlaubt mir, euch einige Fragen vorzutragen.« »Was willst du fragen, Halbling?« »Unterwegs habe ich drei Tümpel in einer Reihe liegen gesehen. Der mittlere war trocken, die beiden äußeren waren mit Wasser gefüllt und voller Fische. Die Fische sprangen zwischen den beiden Tümpeln hin und her. Mich verwunderte es aber sehr, dass der mittlere Tümpel völlig trocken blieb, obwohl das Wasser und die Fische sich von links und von rechts in den eigenen Tümpel bewegten.« »Das ist ein Sinnbild für das menschliche Leben«, erwiderte der Herr. »Die Reichen teilen sich immer untereinander ihren Wohlstand, die Reichen mit den Reichen, während die Armen immer arm bleiben. Sie werden nie von den Reichen beachtet, obwohl ihr Platz nicht weit von den Augen der Reichen liegt.« »Verzeiht, Erhabener«, sagte Halbling, nachdem der Herr ihm diese Erklärung gegeben hatte. »Es gibt noch etwas, was ich euch fragen möchte.« »Was ist das?« Nun berichtete Halbling von seinem Erlebnis, als er einen Granatapfel pflücken wollte, und er fragte nach der Bedeutung. »Dies ist ebenfalls ein Sinnbild für das menschliche Leben«, erwiderte der Herr. »Die Menschen, die gerne von ihren Herren oder ihrem Herrscher gewinnen wollen, preisen sich selbst ohne Zögern und setzen dabei gleichzeitig ihre Gefährten herab.« Nun erzählte Halbling von dem Mann im Wald, der pausenlos Holz gefällt hatte. Er fragte ebenfalls nach der Bedeutung dieses Anblicks. »Das ist das Sinnbild für einen Menschen, der Nutzloses tut. Ein Mensch wie dieser arbeitet nur seiner eigenen Lust folgend, ohne nach dem Zweck zu fragen. Auf der anderen Seite aber erklärt er seinen Mitmenschen, seine Arbeit sei weit schwerer als die ihre.« Zum Zeichen, dass er verstanden hatte, nickte Halbling mit dem Kopf. Dann sprach er höflich weiter. »Ich bin einem Räuber begegnet, der weinte, weil er die Verbrechen, die er begangen hat, bedauert. Er ist traurig und reuig und seinem Schicksal ergeben. In welche Hölle er auch gesteckt werde, wolle er sein Los auf sich nehmen. Er ist sich bewusst, dass das, was er sein ganzes Leben getan hat, eine einzige Anhäufung von Sünden ist.« Als der Herr diesen Bericht Halblings vernommen hatte, führte er ihn zu einem Ort, schön wie ein Traum. Der Platz war sehr prächtig und viele himmelsjungen Frauen waren da als Dienerinnen. Es waren allesamt anmutige Mädchen. »Dies ist der Ort für reuige Menschen«, sagte der Herr. Da verstand Halbling, dass auch der Räuber dort seinen Platz finden würde. »Wie wird er sich einmal freuen?«, dachte er. Dann sprach er höflich weiter. »Ich habe auch einen Hadschi getroffen, der auf einem flachen Stein sein Gebet verrichtete. Sein ganzes Leben lang hat er nur gebetet und eure Größe und Erhabenheit gepriesen. Als ich erzählte, dass ich euch, Erhabene, aufsuchen wolle, trug er mir auf, euch zu fragen, wie groß das Stück des Himmels sei, das man für ihn bereit gemacht hat.« »Für Heuchler wie diesen haben wir die Hölle bereit gemacht«, sagte der Herr und brachte Halbling zur Hölle.
An ihrer Tür hing ein außergewöhnlich große Schere. Wenn ein Mensch hier vorbeiging, fing die Schere an zu arbeiten und hörte nicht auf, bis der Mensch völlig zerkleinert war. Danach wurde er von einem Feuer mit züngelnden Flammen gekocht und so aufgelöst wurde er zu Dampf. Damit hatte Halbling die Aufträge all der Leute, die er unterwegs auf der Suche nach dem Herren getroffen hatte, übermittelt. Jetzt musste er nur noch seinen eigenen Wunsch vortragen. Doch bevor er etwas sagen konnte, sprach der Herr: Was deinen Wunsch angeht, ein Mensch mit einem vollständigen Körper zu werden, so werde ich ihn erfüllen. Jetzt aber kehre über diesen kleinen Weg, der in jene Richtung führt, zur Welt zurück. Du wirst eine Brücke finden, und über sie musst du hinübergehen, denn dies ist der einzige Weg zurück auf die Welt. Sieh auf keinen Fall nach links oder nach rechts, denn wenn du gegen dieses Verbot verstößt, wirst du nie mehr zur Welt zurückkehren. Nachdem er die Erlaubnis zum Gehen erhalten hatte, verabschiedete sich Halbling. Er war zwar etwas verwundert, dass der Herr seinen halben Körper noch nicht vervollständigt hatte, aber er fragte nicht danach und begann, den kleinen Weg, den ihm der Herr gezeigt hatte, einzuschlagen. Die Brücke, die ihm der Herr gewiesen hatte, war schmal und sichtlich lang. Ihr Ende war nirgends zu erkennen, aber Halbling, der festen Mutes war, zögerte nicht. Unverzüglich begann er hinüberzugehen. Kein einziges Mal sah er nach links oder nach rechts, obwohl ihn viele Versuchungen bedrängten. So hörte sein eines Ohr eigenartige Stimmen von links wie von rechts. Aber er schritt immer weiter, ohne einmal seinen Kopf umzudrehen. Je länger er schritt, desto weiter schien der Weg. Das Ende der Brücke konnte er noch immer nicht vor sich sehen. Er war schon sehr weiß wie lange gegangen, als plötzlich er fühlte, dass sein Fuß nicht mehr den Boden der Brücke berührte. Es war kein Brückenboden mehr da. Er stürzte in eine endlose Schlucht. Dann verlor er sein Bewusstsein. Als er wieder zu sich kam, fand er sich auf der Erde. Und sein Körper war so vollkommen wie der der anderen Menschen. Erfüllt von Dankbarkeit und Freude betastete er seine neuen Körperglieder. Hand, Fuß, Leib, Auge, Nase und alle anderen Körperteile. Da richtete er ein Gebet an den allgerechten und barmherzigen Herrn. Bevor er wieder nach Hause zurückkehrte, hielt er es für nötig, den Räuber, dem er früher begegnet war, aufzusuchen. Als er ihm angekommen sah, schien er ihn zuerst nicht wiederzuerkennen. Doch als er dann seine Stimme vernahm, war es ihm klar, wen er vor sich hatte. »Ihr kehrt zurück, und der Herr hat euren Wunsch erfüllt. Sicher habt ihr den Herrn getroffen. Habt ihr auch nicht vergessen, meinen Auftrag auszurichten? Bestimmt nicht. Ich habe sogar selbst den Platz gesehen, den der Herr für dich vorbereitet hat. Ach, er ist sicherlich zum Fürchten«, rief da der Räuber aus, wobei er sein Gesicht mit beiden Händen bedeckte. »Ich bin bestimmt der Hölle zur Beute bestimmt.« »Ihr glaubt wirklich an etwas Falsches, Herr. Der Platz, den ich gesehen habe und den der Herr für euch vorbereitet hat, ist ein sehr erfreulicher Himmelsort, schön und sehr vollkommen.« »Wie ist das möglich?« »Wirklich, das ist, was ich gesehen habe.« »Der Herr ist wahrhaftig großmütig und barmherzig«, sagte jetzt der Räuber mit reuevoller Stimme. »Wirklich grenzenlos ist deine Gnade, Herr, die du den Geschöpfen, die ihr Glück nicht kennen, gibst.« Dann bat der Halbling, ihm mehr zu erzählen. Als Halbling alles berichtet hatte,
wollte er nicht aufhören, sich zu bedanken, und er versprach ihm, ein gläubiger Mensch zu werden und nichts Verbrecherisches und Sündhaftes mehr zu tun. Da setzte Halbling seinen Weg nach Hause fort. Weil er aber dem Weg folgte, den er zuvor gegangen war, kam er auch wieder zu dem Ort, an dem der Hadji ohne Unterlass auf seinem flachen Stein betete. Als der Hadji Halbling mit einem vollständigen Körper sah, fragte er ihn sogleich: Gott bewahre! Offensichtlich hat der Herr euren Wunsch erfüllt. Habt ihr ihn gesehen, wie groß der Platz im Himmel ist, den der Herr als Lohn für seinen treuen und lebenslang ergebenen Diener vorbereitet hat? Sind die Himmelsjungfrauen, die ich bekommen werde, auch hübsch? Höre, was ich erlebt habe, erwiderte Halbling, der fürchtete, den Hadji zu verletzen, wenn er ihm auf seine unerhörliche Fragen eine direkte Antwort gebe. Und nacheinander erzählte er ihm von seiner Erfahrung beim Herrn. Als der Hadji hörte, dass der Herr für ihn die Hölle und nicht den Himmel, wie er erwartete, vorbereitet hatte, entrüstete er sich und verfluchte ihn. Er sagte: Wenn das so ist, dann werde ich besser ein Räuber, um den Himmel und die Himmelsjungfrauen zu erlagen. Sieht nur, mein ganzes Leben lang war ich fromm, aber der Herr bereitet für mich die Hölle vor. Wo ist da der Beweis, dass der Herr gerecht ist? Der Räuber aber, dessen Tun aus Töten und Stehlen bestand, erhält im Jenseits ein Stück Himmel. Wo ist da der Beweis, dass der Herr weise ist? Dann rollte er sein Turban vom Kopf und verließ den flachen Stein, der durch sein ständiges Beten schon glatt und blank geworden war. Offensichtlich wollte der Hadji seine Worte tatsächlich wahrmachen. Halbling sprach kein einziges Wort. Er begab sich sogleich nach Hause. Nun schämte er sich nicht mehr, mit anderen Leuten zusammenzutreffen, denn sein Körper war jetzt vollständig, so wie der der anderen Menschen. Natürlich stimmte der Name Halbling jetzt nicht mehr mit der Wirklichkeit überein. Aber zur Erinnerung an dieses außergewöhnliche Ereignis nannten die Leute ihn auch weiterhin so.